Jetzt gehen wir zu einem Video, auf das ich schon lange gefreut habe. Boah, wir haben so viele geile Videos noch heute. Boah, ich komme da gar nicht durch, aber das schaffen wir. Das schaffen wir. Lass mich ganz kurz. Ich will das Video von The Studio gucken. Denken alle Streamer gleich. Also ich auf jeden Fall. Boah, es gibt 17 Minuten. Krass. Man nach. Muss ein bisschen komisch sein. Ja. Ich glaube, ich würde mental komplett kaputt gehen. Ich muss ein Mensch sein, der grundsätzlich immer glücklich ist. Das heißt, du findest unfair, dass du viel verdienst? Ja. Miki, okay. Wir sind so. Ja, wir sind so. The Studio, let's go. Five Fields. Das ist das Format jetzt von. Die haben ja verschiedene Formate in The Studio und das ist jetzt das Format Five Fields. Wir haben 5 Streamer eingeladen, um herauszufinden, ob alle gleich denken. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne einen Like da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du keins der folgenden Videos verpassen willst. Hallo, wir beginnen direkt mit der ersten Aussage. Das Gehalt von Streamern ist fair oder angemessen? Naja. Soll ich zu allem was sagen vorher oder soll ich warten, bis sie sich entschieden haben? Ich sag vorher was. Also. Was ist denn, wo ist denn gut und wo ist schlecht? Ist egal, ich sage auf jeden Fall, Streamer haben kein Gehalt, weil Streamer keinen Chef haben, der Gehalt zahlt. Das ist halt der Punkt. Und deswegen kann man auch nicht sagen, ist das Gehalt angemessen, weil die Streamer haben kein Gehalt. Du hast verschiedene Einnahmequellen, Werbung und die Werbung ist angemessen, die ist sogar schlecht bezahlt, wenn du vergleichst mit Fernsehwerbung. Also wenn du während Wer wird Millionär eine Werbung läuft, dann kostet die irgendwie ein paar hunderttausend Euro oder so. Und wenn eine Werbung auf YouTube läuft, davon verdient man ein paar Cent, so mäßig. Versteht ihr, was ich meine? Aber natürlich wird es irgendwann unverhältnismäßig, wenn der Streamer zu groß ist. Ne? Also ich persönlich bin auch der Meinung, ich verdiene zu viel Geld, aber ich bekomme nicht zu viel Gehalt. Ich bekomme gar kein Gehalt. Niemand gibt mir ein Gehalt. Ich bekomme Geld durch Kooperationen, durch Firmen. Ich bekomme Geld durch Werbung, Vermarktung. Ich bekomme Geld durch mein Merch und andere Sachen, die ich verkaufe. Kissen zum Beispiel, hier sowas zum Beispiel, das da. Dieses grüne kleine Kissen da. Und das alles ist ja dann im Endeffekt das Geld, was man verdient. Und bei meiner Größe zum Beispiel, ich finde auch, das ist einfach unfair, weil es gibt, also ich halte meinen Beruf nicht für ultra wichtig. Ich finde schon, dass Unterhaltung auch wichtig ist, aber ich finde meinen Beruf jetzt nicht so wichtig wie zum Beispiel Arzt oder Krankenpfleger, Altenpfleger. Das sind für mich wichtigere Berufe oder auch Leute, die Lebensmittel transportieren. Und alles ist alles, was die Gesellschaft sozusagen erhält. Also mein Beruf ist nicht wichtig, deswegen finde ich es unfair, dass ich so viel Geld verdiene und andere Menschen so wenig, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendjemand entschieden hat, eine Krankenpflegerin oder ein Altenpfleger verdient jetzt so viel Geld und ein Streamer, der kriegt so viel Geld, sondern das ist wie bei Fußballspielern, der aus der zweiten Liga, der wird niemals auch nur ansatzweise auch nur einen Bruchteil von dem verdienen, was ein Ronaldo verdient oder ein Messi, und da ist halt der Punkt. Würde man sagen, ja, Fußballspieler aus der dritten Liga verdienen die angemessen? Da würden wahrscheinlich schon viele sagen, ja, das ist okay, das ist fair. Aber Leute aus der ersten Liga, die verdienen nicht mehr angemessen. Da sagen alle, oh, das sind Millionäre, unfair, bla bla bla. So ist es halt einfach, ne? Das ist halt, so mehr Reichweite du hast, so mehr von einer Stärke oder sowas du hast, ne? Bei Streamern und ist das jetzt zum Beispiel die Reichweite oder die Zuschauer oder so. Bei Fußballspielern ist es dann natürlich auch, was die für Skills haben auf dem Feld und bla. So mehr du davon halt hast, desto mehr Geld kannst du verdienen. Und das ist halt das Problem. Andere Berufe sind nicht so gut skalierbar. Also du kannst dich als Altenpfleger plötzlich 100 Mal mehr verdienen, nur weil du viel, viel besser dich um die alten Menschen kümmerst, oder als Krankenpfleger zu 100 Mal mehr verdienen, weil du viel besser die alten oder die kranken Menschen pflegst. Das funktioniert, so ist das halt nicht, ne? Aber bei manchen Berufen ist es halt skalierbar. Also ich sag ganz ehrlich, ich finde, große Streamer verdienen zu viel Geld, weil so viel Geld braucht kein Mensch, ja? Aber was die Leute mit ihrem Geld machen, ist ihre Sache. Ich weiß nur, dass ich auch zufrieden wäre, wenn ich weniger hätte. Deswegen spende ich auch. Okay, also hier unten sind die, ganz rechts ist volle Zustimmung und links ist, ich stimme nicht so zu. Die Frage ist super, super schwer, weil die Frage ist halt angemessen oder halt im Vergleich zu anderen ist es da fair. Und ja. Aber die Frage halt, ist es angemessen? Und jo, ich finde es angemessen, ob es fair gegenüber anderen Berufen ist, die zum Beispiel unterbezahlt sind, ist halt die andere Frage. Aber jeder, der sein Geld mit Streaming verdient, hat da auch sau viel Zeit, Energie und Lebensinhalt und Lebenssinn reingesteckt. Ja, Altenpfleger auch. Und auch Krankenpfleger. Jeder, der seinen Beruf liebt. Auch Erzieher. Alle. Willst du mir sagen, also wenn man, ich meine es jetzt überhaupt nicht böse, weil Antonia meint es ja auch nicht böse, aber willst du mir sagen, dass eine Altenpflegerin, die 40 Jahre in ihrem Beruf gearbeitet hat, dass sie nicht viel Lebenszeit und viel Energie und so in ihren Beruf reingesteckt hat? Doch, absolut. Und verdient die deswegen mehr? Nein, das ist halt der Punkt. Jeder, der seinen Beruf mag, steckt viel Energie und viel Zeit rein. Und trotzdem verdiene ich alle so viel Geld. Das ist das Traurige. Dann finde ich es eigentlich schon
schon fair. Also ich würde sagen, rein wirtschaftlich gesehen kriegst du halt das wieder, was du leistest. Also wenn du halt einen großen wirtschaftlichen Einfluss drauf hast und quasi zum Beispiel bei einer Firma, keine Ahnung, eine Kampagne 100, 200.000 Umsatz generierst, warum soll ich dann nicht dann auch davon viel abkriegen? So, weil ich habe ja mit dafür gesorgt. Ich würde tatsächlich auch immer noch streamen und das Ganze durchziehen, wenn ich nur noch ein Drittel oder ein Viertel von dem kriegen würde, was ich jetzt kriege. Sehe ich genauso, weil mittlerweile, also schon seit einem längeren Zeitraum, ich würde sagen so seit ein paar Jahren ist Stream, oder sagen wir zwei vielleicht so ungefähr, ist Stream mehr mein Hobby. Also ich würde auch komplett unentgeltlich streamen. Ich streame jetzt auch nicht ultra viel, also jetzt nicht so, dass ich hier meine ganze Arbeitszeit oder sowas reinstecke, sondern das ist mein Hobby. Ich bin gerne hier mit euch, ich mache das auch ohne Geld. Dass hier Leute donaten und dass ich natürlich auch Geld durch Werbung verdiene und so, das ist natürlich ein nettes Extra. Und es ist cool. Natürlich, jeder würde mit seinem Hobby natürlich, wenn er könnte, Geld auch verdienen. Und ich freue mich auch darüber, aber auch wenn ich weniger Geld verdienen würde, würde ich weiter streamen. Also ihr müsst keine Angst haben, auch wenn ich mal weniger Geld verdiene, bin ich da bei euch, weil es mir darum nicht geht. Ich habe genug Einnahmequellen abseits des Streams mittlerweile. Ich stimme damit nicht zu, weil das ist ein 15 Sekunden Videoschnipsel auf Instagram. Das ist Simon, sehe ich genauso. Ein Drittel sind immer 100.000. Da hast du dich aber ein bisschen verrechnet. Spaß. Ein Tweet und das ist eine Stunde Streaming. Und das dann halt gleichzusetzen mit vielleicht einem anderen Beruf, finde ich nicht gerechtfertigt. Wo man ja dazu sagen muss, diese 15 Sekunden, was ich Instagram story oder Stunde stream, ja, kriegst du ja auch nur, weil du, keine Ahnung, 12 Stunden am Tag über Jahre lang da reinbutterst. Ne? Richtig. Das ist ja dann nur, wo ja, du erntest in dem das Moment. Das ist dann, genau, du siehst genau irgendwie die ganzen Kartoffeln, holst sie raus und genau was. Und man erntet ja das, was man sieht, genau. Das heißt, du findest ja unfair, dass du viel verdienst? Ja, schon. Jeder kann erfolgreicher Streamer werden. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. So wie auch jeder erfolgreicher Fußballprofi werden kann und jeder auch Multimillionär werden kann, kann jeder theoretisch werden. Dann ist nur die Frage, ob man es auch schafft. Die meisten schaffen es nicht, aber könnte jeder werden, bin ich der Meinung. Also ich hätte da bei Stimme voll zu mich hingestellt. Also ich hätte mich hier ganz an die Ecke gestellt, weil ich finde, jeder könnte erfolgreicher Streamer werden. Also gefühlt geht es ja diesmal mehr in eine Richtung, der eine mehr, der andere weniger. Mhm. Natürlich haben viele Leute Potenzial dafür, so. Aber diese Aussage, jeder, dass wirklich jeder das kann, glaube ich nicht. Nein. Also jeder könnte. Also das macht halt keinen Sinn. Aber wenn sich jetzt jemand, der sehr viel Reichweite hat, eine irgendeine Person aussucht und sagt, dich mache ich erfolgreich, würde das möglich sein mit jeder Person? Wenn die Frage heißen würde, kann man jetzt noch mit Twitch erfolgreich sein, wenn man zum Beispiel Bock darauf hat? Dann auf jeden Fall ja. Safe. Aber dieser Punkt, kann jeder damit erfolgreich sein, ist, glaube ich, so, weiß ich nicht, also da, es muss halt die Passion, die Flamme da sein. Es die muss hat auch, ja nicht jeder. Es muss auch die permanente gute Laune sein. Also das kann auch nicht jeder, dass man sagt, heute, egal. Muss doch überhaupt nicht. Also ich würde mir auch einen Streamer angucken, der die ganze Zeit depressiv ist und die ganze Zeit schlecht gelaunt ist und heult oder so, kann doch auch mega erfolgreich sein. Warum muss man denn als Streamer dauerhaft gut gelaunt sein? Ist doch, also, sehe ich nicht so. Ich sehe es nicht so. Ich denke, jeder, egal welche Sparte, auch jemand, der total langweilig ist, so jemand, der total nichts wirklich sagt, nicht wirklich lächelt oder so, kann auch erfolgreich werden. Denn es gibt so viele Menschen auf der Erde und jeder findet bestimmt sein Ding, was er gut findet. Und ja, keine Ahnung. Also ich denke, jeder kann in allem erfolgreich sein. Nur manche Dinge musst du schon früher fördern, wie zum Beispiel jetzt Fußball oder generell Sportarten, musst du schon als Kind fördern oder... Weil ich sag mal, ein Fußballspieler hat eine haltbar, also wie heißt es, Abwärtszeit oder wie nennt man das? Also Fußballspieler sind meistens ab 30, 35 sind dann langsam, kommen dann neue nach, die Jungen, ne? Mit 18, 20 und so. Aber das heißt, wenn du jetzt schon 20 bist und du fängst dann erst an, Fußball zu trainieren, dann wirst du zu spät sein, um Fußballprofi zu werden. Aber wenn du von 2 Jahren an von einem mega guten Trainer dein ganzes Leben lang trainiert wurdest, dann ist die Möglichkeit da, dass jeder das hätte werden können, solange jetzt nicht solche Sachen wie körperliche Einschränkungen oder so im Weg stehen. Aber ich denke, jeder kann alles machen. Muss nur seinen Weg finden. Egal, wie es mir geht, egal, was mir passiert ist. Ich habe heute einen Livestream, klar kann ich den absagen. Aber ich muss auch gut drauf sein. Ich muss ein Mensch sein, der grundsätzlich immer glücklich ist. Aber ich finde es auch mal völlig okay, wenn jemand vielleicht auch mal einen Scheißtag hat und trotzdem online authentisch ist. Authentisch, dass man den Teil merkt, ey Leute, heute ist irgendwie ein Scheißtag, aber egal, ich gehe trotzdem online. Aber diesen Moment, dieses
über den Schatten springen und sagen, heute geht's mir scheiße, aber ich gehe trotzdem leisten. Geht genau. Und genau. Dann mit der Community wieder sagen, richtig, ey, ich habe ja heute einen scheiß Tag. Und jetzt geht's geil. Trotzdem es da macht und Spaß. Man kommt safe so rein, ja. 8 Stunden am Stück irgendwas auf die Beine zu stellen, was andere Leute als Unterhaltung bezeichnen, das ist auch nicht einfach. Ja. Ich sag jetzt mal so, es gab natürlich kleinere Streamer, wo ich immer mal reingeguckt habe oder so, die halt eine Persönlichkeit, die war halt absolut scheiße so. Und wenn die Persönlichkeit auch nicht stimmt, dann... Ich kenne genug erfolgreiche Streamer, die eine scheiß Persönlichkeit haben, also das ist halt alles, sind alles keine Argumente dagegen. Also in meinen Augen. Muss halt von der Persönlichkeit her auch eine gewisse Form von einem Unikat sein. Ja. Ich glaube, da haben wir vorhin ein bisschen drüber gesprochen, dass jeder Streamer einen gleichen Knacks hat irgendwie. Also man muss schon ein bisschen durch sein. Also das ist definitiv. Verhaltensgestört zu gewissen Verhaltensstörungen sind normal. Okay, das sticht auf Grundvoraussetzungen. Haben Sie eine Verhaltensstörung, dann können Sie es klappen. Sehe ich auch nicht so. Es gibt super viele, so als Beispiel jetzt bei YouTube, gibt super viele so Mama-Influencer oder so, die haben dann halt einfach, machen Content mit ihren Kindern und bla und so und die sind super erfolgreich und die haben keinen Knacks oder so, so, sondern die wirken super normal. Also ich kenne viele Streamer und aus der, gerade aus der Gaming-Szene, die natürlich einen Knacks haben, klar, aber es gibt auch so viele, ich sag mal, boring Influencer, die mega erfolgreich sind und wenn die streamen würden, würden auch Leute zugucken. Also ich denke, jeder könnte das machen, aber ich denke, niemand soll sich darauf verlassen. Also was ich euch nur sagen kann ist, auch wenn ich jetzt sage, ja, das kann jeder machen, sucht euch immer, also wenn ihr mal irgendwie vorhabt, Streamer, YouTuber sowas zu werden, macht erst eine Ausbildung oder ein Studium, macht irgendwas, was ihr wirklich sicher habt, weil es kann zwar jeder, meiner Meinung nach, es kann zwar jeder Streamer werden, aber es gehört verdammt viel Glück dazu und auch am Anfang extrem viel Zeit und dann muss man auch noch entdeckt werden und halt überhaupt, ja, man muss halt auch irgendwie zu dem Zeitpunkt auch ankommen, so mäßig. Also es gehört halt viel Glück dazu. Deswegen ist es nichts, worauf man sich verlassen sollte, meiner Meinung nach. Bisschen komisch. Ja. Ja. So, wenn man sich jetzt hier jeden von uns anguckt, jeder ist so ein bestimmter Charakter, schwer vergleichbar, jeder hat seine Sachen, wo die Community richtig geil findet, das feiere ich bei dem und deswegen gucke ich auch ihn. Und das müssen einfach Aspekte sein, die gegeben sein müssen. Ja. Was sagt ihr zu dem Statement, ich habe mehr Probleme, seitdem ich in der Öffentlichkeit stehe? Stimme nicht zu. Ich habe, seit ich in der Öffentlichkeit stehe, natürlich Probleme, dass Leute mich stalken, dass Leute bei mir nach Hause kommen, Leute sich als Paketboten verkleiden und bei mir einbrechen wollen oder whatever. Also ich habe auf jeden Fall Probleme, seit ich in der Öffentlichkeit stehe, aber mein Leben vor der Öffentlichkeit war viel schlimmer. Ich hatte viel mehr Probleme, weil ich einfach finanzielle Probleme hatte. Mein Vater ist gestorben, danach waren wir verschuldet bis zum Gehtnichtmehr, weil mein Vater hatte eine Firma, meine Mutter war in dieser GmbH mit drin. Mein Vater hat bei seinem Tod, dann kam raus, übelste Schulden gemacht, meine Mutter hing da mit drin, unser Haus wurde zwangsversteigert, wir sind quasi auf die Straße gesetzt worden von der Bank. Wir hatten nichts mehr von heute auf morgen und vorher, als mein Vater noch gelebt hat, war alles okay. Danach hatten wir nichts mehr und danach war immer der Struggle, okay, ich muss irgendwie Geld verdienen, ich habe immer einen Nebenjob gehabt, weil sonst hätten wir es zu Hause gar nicht schaffen können. Ich muss mich noch um meine kleinen Geschwister kümmern und meine Ausbildung machen und das war für mich viel, viel mehr Stress und viel mehr Probleme als diese kleinen Probleme in der Öffentlichkeit. Also dann nehme ich lieber 10 Stalker, als nochmal diesen Scheiß durchzumachen von meinem alten Leben. Mein altes Leben war scheiße. Ich war so kurz vorm Burnout, ich musste mich um meine Geschwister kümmern. Meine Mutter war alleinerziehend, die hat noch eine Umschulung gemacht, damit die wieder einen Job machen kann. Ich war allein mit meinen Geschwistern, ich musste meine Geschwister pampern. Ich musste mich um Essen kümmern, ich musste mich um alles kümmern zu Hause und habe meine Ausbildung gemacht und noch mein Fachabitur nachgeholt. Ich war psychisch am Ende, ich war so kurz vor, einfach alles hinzuschmeißen und alles. Und ich hatte gar keine, also mein Leben vor YouTube und dieser ganzen Geschichte war gar nicht einfach. Ich hatte viel mehr Probleme. Also ich hatte viel mehr Probleme, deswegen stimme ich nicht zu. Stimme nicht zu. Okay, die haben also weniger Probleme und die beiden neutral, okay. Bleibt ihr hier? Ja. Okay, krass. Also ich habe gerade drüber nachgedacht und ich sage, Probleme sind gefühlt immer noch von der Anzahl die gleichen, sie verändern sich nur. Bei mir sind fast gar keine, das ist halt das Problem. Manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich viel dankbarer sein, weil ich habe in meinem Leben so wenig Probleme mittlerweile. Mein Leben läuft einfach nur gerade viel zu gut und ich habe so Sorge, oh mein Gott, es muss irgendwas Schlimmes muss wieder passieren bald, weil es läuft gerade einfach alles gut. Mir geht's einfach gut, mir geht's einfach verdammt gut. Ich bin wirklich, fühle mich ausgeglichen, ich fühle mich gut und ich könnte nicht mal sagen, was mein Problem ist.
Also ich könnte nicht mal Probleme benennen. Und ich hatte früher, konnte ich nicht mal sagen, in welchem Punkt ich keine Probleme habe. Ich hatte früher nur Probleme. Mein ganzes Leben war ein Problemkind. Mein Leben war vor dieser YouTube-Sache ein einziges Problem. Ich hatte nur Probleme. Ich hatte Probleme in der Schule, ich hatte Probleme auf der Arbeit, ich hatte Probleme bei der Ausbildung, ich hatte Probleme mit anderen Menschen, ich hatte Probleme zu Hause, ich hatte überall alles. Mein ganzes Leben war einfach nur scheiße. Und jetzt kann ich gar nicht sagen, was ist denn mein Problem eigentlich gerade? Mir geht's zu gut gerade. Und ich bin einfach dankbar, wirklich. Ich bin dankbar und glücklich und zufrieden. Umso größer du wirst, umso erfolgreicher du wirst, umso schlimmer werden vielleicht auch manche Probleme, aber umso mehr wächst du auch an ihnen. Deswegen bin ich jetzt bei neutral geblieben, weil Probleme, die verschieben sich nur. Aber es werden für mich nicht mehr, es werden einfach nur andere. So, ja, plus eins. Genau das wollte ich sagen. Eins im Chat, Leute. Könnt ihr mal so ein Problem eins nennen, wo ihr sagt, es ist so richtig verbunden mit dem? Privatsphäre einfach. Okay. Ich bin, also was bei mir ist, ist, ich schotte mal. Nee, also so bei mir so. Ist gar kein, das sehe ich nicht als Problem an. Mein Privatleben so komplett ab von Twitch. Also ich zeige nichts auf Instagram, weil ich das einfach behüte und beschütze so. Weil es mir sehr wichtig ist, so eine Privatsphäre. Kenne ich halt durch Madeira nicht wirklich. Ja, das ist halt auch gut, dass wir halt einfach auf Madeira leben. Und hier ist es wirklich, das ist wie einfach so ein Schutzwall. Ich hatte in Deutschland ja auch mehr Probleme mit der Öffentlichkeit, dass ständig Leute bei mir zu Hause waren und so, bei uns im Flug. Aber selbst das war nicht so, dass ich dachte, oh, das ist so schlimm, dass es mein Leben zerstört, sondern es war nervig. Aber die Probleme, die ich vorher hatte, waren richtige Probleme. Und wie Antonia auch schon sagt, Antonia ist, glaube ich, auch vor ungefähr so 2 Jahren nach Madeira gezogen oder ein bisschen länger. Die war ja relativ früh mit drüben. Und also ich sag euch ganz ehrlich, die Leute denken, wir wären irgendwie für Steuern oder so aus Deutschland abgehauen. Das sind die dümmsten Menschen. Weil, glaubt mir, warum sollte man sich in Deutschland diese Probleme denn überhaupt aussetzen, wenn man einfach in einem anderen Land wohnen kann, wo man weniger Probleme hat? Und das ist immer das Ziel in seinem Leben. Oder es ist doch von euch auch allen das Ziel. Ihr wollt doch so wenig Probleme wie möglich haben, oder? So, und dann kommen Leute, die sagen dann, man schreibt irgendwas. Ja, ja, du darfst dich gar nicht einmischen in die deutsche Politik oder oh, du darfst gar keinen Kommentar abgeben zu Armin Laschet, weil du bist ja ein Steuerflüchtling, du bist ja in einem anderen Land, aber Hauptsache große Fresse, so Bullshit. Und ich denke, Digga, ihr habt alle keinen Plan, Alter. Jeder von euch würde doch den Weg nehmen, um die wenigsten Probleme zu haben. Digga, so, so low. Also bei mir haben sie vor der Wohnung gewartet, bei mir sind sie über die Straße gerannt, wollten meine Autotüren aufmachen. Ja. Das sind natürlich irgendwie schon Probleme. Oder die. Ja, ja. Keiner fahren einem 20 Minuten mit dem Auto hinterher, verfolgen einen die ganze Zeit. Mhm. Natürlich ist wieder. In Deutschland sind es mehr Probleme, ja. Aber ich wohne ja schon seit 2,5 Jahren nicht mehr in Deutschland. Klar, in Deutschland hätte ich mir auf jeden Fall mehr Probleme. Aber das wären auch keine Probleme, die mich extrem stören würden. Ein Problem, aber wenn ich halt zurückdenke, wo das nicht war, hatte ich halt andere Probleme, die mir damals für das Verhältnis halt auch gleich schlimm waren, jetzt sag ich mal, ne? Ist auch wieder ein Problem, aber es verschiebt sich einfach nur. Was haltet ihr von dem Statement, ich arbeite überdurchschnittlich viel? Habe ich früher, mittlerweile, also ich habe früher wirklich, also ich möchte jetzt überhaupt nicht abwertend sein gegenüber Autisten, aber ich habe früher, haben alle zu mir gesagt aus meinem Umfeld, ich bin ein YouTube-Autist, weil ich nur in meiner YouTube-Welt gelebt habe. Ich habe von morgens aufstehen bis nachts schlafen, habe ich mich nur um YouTube gekümmert und habe nur noch meinen YouTube-Tunnelblick gehabt. Ich habe alles andere vernachlässigt. Ich habe wirklich 24/7 habe ich gearbeitet. Mittlerweile habe ich gemerkt, wie wichtig für mich meine Work-Life-Balance ist. Ich arbeite aktuell an verschiedenen Projekten. Bald werdet ihr auch eine neue Firma, werde ich euch vorstellen, die ich in Deutschland übrigens gründe, zusammen mit einem anderen Kollegen. Dann mache ich hier viel mit Immobilien, Investments und so weiter und so fort. Und halt eben auch auf ganz entspannte Basis Streams und YouTube. Aber ich arbeite aktuell nicht überdurchschnittlich viel. Ich arbeite in einem gesunden Maß und das wünsche ich jedem Menschen in seinem Leben. Also ich weiß, viele von euch, die gerade zugucken, sind entweder gehen noch zur Schule oder haben einen Job, wo die halt zu lange arbeiten gefühlt. Viele arbeiten zu lange. Und ich wünsche jedem von euch, dass ihr irgendwann in eurem Leben an den Punkt kommt, wo ihr das Gefühl habt, ihr arbeitet genau die richtige Zeit. Nicht zu viel. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, heute war ich wieder so lange auf der Arbeit, es nervt. Sondern ich hoffe für jeden von euch, dass ihr irgendwann einen Job habt, wo ihr genau die richtige Zeit arbeitet und wirklich auch gerne zur Arbeit geht, gerne arbeitet und auch dann eure Freizeit genug Zeit habt, um euch um Freunde zu kümmern, Familie, um euch selber zu kümmern. Das ist nämlich auch wichtig. Viel wichtiger, als man denkt. Und ich finde, die meisten Menschen arbeiten zu viel. Aber das Problem ist, in unserer Gesellschaft kann man es leider nicht aussuchen, in vielerlei Hinsicht. Und deswegen ist es natürlich ein bisschen schade. Aber ich küsse eure Augen. Voll schwer, weil man muss halt vergleichen mit was. Ja, also wenn du es mit anderen selbstständigen Berufen vergleichst, dann nicht. Mhm. Wenn du es mit jemandem vergleichst, der vielleicht seine geregelten Arbeitszeiten hat, dann vielleicht schon. Ja, nein, ja. Ich meine halt so, ich vergleiche es halt so mit euch, so von Streamzeiten her. Jetzt ich bei mir wegen der Arbeitszeit, ich streame halt absolut wenig. Ich stream wie oft? 3 Stunden am Tag.
Und dann bin ich auch fertig. Ich hätte, ja. Ja, es geht immer mehr so. Ja, ja, es geht mehr, aber privat ist halt, ja, aber privat ist ein bisschen Stress. Aber ich glaube, wenn man den Durchschnitt betrachtet, dann arbeiten, dann sind wir, glaube ich, mental schon fast immer in unserem Beruf, wenn man das nicht abschalten lernt. Mental bist du eh. Ja, das ist, da stimme ich Nick zu. Mental ist man, also man ist immer im Kopf, man denkt immer an diese ganze Geschichte, weil man ist ja auch sein eigener Chef und sein eigener Job. Aber mittlerweile ist es so, dass ich wirklich sehr gut abschalten kann und ich fühle mich, also ihr müsst euch wirklich absolut, ey, ich habe öfters mal gelesen, oh Simon, nimm dir Zeit für dich und so, und ich finde es auch super, dass ihr es schreibt und so, ich nehme mir auch Zeit für mich. Ihr müsst euch wirklich gar keine Sorgen machen um mein mentales Wohlbefinden oder irgendwie sowas, weil mir geht's wirklich richtig gut. Das immer, stimmt. Egal wie oder wann. Ja. Ich glaube, wir arbeiten wahrscheinlich alle ähnlich viel wie Leute, die sich gerade ein Business aufbauen. Freundschaften leiden durch Streamen? Kann passieren, wenn man zu lange streamt, aber kann auch genau das Gegenteil passieren. Man kann durch Streamen viele neue Freundschaften schließen. Deswegen würde ich sagen, eher nicht, aber nicht komplett nein. Es kann auf jeden Fall durch Stream leiden. Angenommen, du steckst jeden Tag 8 Stunden rein und ist ein Kumpel, der hat dann auch nur am begrenzten Zeitraum Zeit, kannst ja auch nicht mehr viel mit ihm machen, wenn du beispielsweise deinen Stream fertig machst und er halt dann zu dem Zeitpunkt, wenn du fertig bist, was anderes machen muss. Vor allen Dingen, weil die meisten Streamer abends streamen, wo eben, die meisten Feierabend haben, die normalen Beruf machen. Zeiten sind es schwierig. Dass man wenig untereinander. Ich denke mir aber auch, das kriegt man trotzdem hin. Das weil, kann man wenn auch man sich diese Off-Days nimmt, ja, aber und das muss dann irgendwie auf Krampf sein, weil du musst ja auch mal irgendwann die Energie und Kraft haben, so wirklich 100% da bei dem Ding zu sein, wenn du was unternimmst. So. Es ist aber sehr wichtig, dass man Leute hat, die nichts immer mit dem Streaming-Bereich zu tun haben, weil man außenstehende Personen auch braucht. Sonst geht es immer nur in deinem Kopf um die eine Sache. Die andere Sache ist, finde ich, warum ich jetzt so auf neutral stehe, ist, da war ja noch die Frage, ob Personen sich von einem distanzieren. Ne? So, ich finde, das ist nicht der Grund. Deswegen stehe ich auch bei neutral, weil wenn das Leute machen, dann liegt das nicht an der Arbeit, die du machst. Wer keinen Respekt davor hat, was deine Arbeit betrifft, den brauchst du auch in deinem Leben nicht, denke ich. Habt ihr alle feste Streaming-Zeiten? Ja. Nein? Spontan. Also ich glaube, deswegen stehe ich so ein bisschen anders. Ich habe mir von Anfang an gesagt, okay, Twitch ist für mich eine Spielwiese, habe ich Bock drauf, aber es gibt keine Streaming-Zeiten so. Und ich gehe halt einfach dann online, wie ich Bock habe. So, ich habe schon mal aus dem Nichts einfach 14 Stunden Stream gemacht. Ja, so. Komm mal. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Wenn du halt wirklich sagst, ey, 6-mal die Woche, immer von dann bis dann, weil ich da meine Core-Community habe, dann klar, dann schränkt das ein. Aber gefühlt baue ich das. Ich habe schon wieder richtig Bock auf so richtig lange Streams. Wird es auch wieder geben. So richtig schöne, lange Streams. Wo wir einfach nur reinsuchten, wo wir einfach nur alles, wo wir geile, es wird noch so geile Sachen kommen. Aber aktuell nehme ich ein bisschen Zeit für die ganze Bauernhof-Vorbereitung und so. Im August, also jetzt Anfang August kommen die Container, die sollten eigentlich schon diesen Monat kommen, aber das Containerschiff wurde verschoben. Und dann wird es auch sehr, sehr geil. Bauen direkt ein Setup rein und dann können wir vom Bauernhof auch direkt geile Streams machen. Das Streaming bei mir immer in meine Lücken rein. Okay. Bei mir leidet da keine Freundschaft drunter, würde ich nicht sagen. Ich empfinde andere Streamer als starke Konkurrenz. Hatte ich noch nie so krass das Gefühl, aber seit ich auf YouTube streame sowieso nicht mehr, weil auf YouTube gibt es so wenig andere Streamer und irgendwie, ja, keine Ahnung, nee. Naja, läuft doch, oder? Ja. Ja, ist auch, also sollte man auch mit diesem Mindset, sollte man auch nicht streamen, weil dann macht man sich selber nur Druck. Also ich muss sagen, ich persönlich habe dieses Konkurrenzdenken irgendwie noch nie wirklich gehabt. Auf YouTube, finde ich, schnappt man sich's noch weniger gegenseitig weg, weil du kannst dir das Video angucken. Beim Stream ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes. Wenn jetzt zwei gleichzeitig online sind, musst du dich halt theoretisch entscheiden, wem du zuguckst. Aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland das alles schon sehr so gruppenmäßig ist. Ja, alles ist auch miteinander connected und irgendwie so ist es. Also ich hatte nie das Gefühl. Alle gut verstehen, hier und da ist noch ein bisschen irgendwie Schwierigkeiten, aber sonst ist es doch geil, die Leute treffen sich, drehen Videos zusammen, haben Events. Also ich feiere das. Ja, es sind ja auch nicht alle immer gleichzeitig. Und, Entschuldigung, ist gut. Der Kuchen von dem gesamten Ding ist sehr, sehr, sehr groß. Sehr groß. Vielleicht auch Frage an euch. Ist euer Stream besser oder schlechter, wenn ihr zum Beispiel normalerweise 4.000 Zuschauer habt und jetzt habt ihr heute 2.500 Zuschauer? Ich habe zum Beispiel meine Zuschauerzahlen gar nicht da. Ich sehe erst nach dem Stream, wie viele Leute mir zugeschaut haben. Weil es interessiert mich einfach nicht. Ist auch gesünder. 90% aller Leute, die zugucken, texten nicht mehr in den Chat. Das heißt, die 10%, das sind die beim Konzert vorne in der ersten Reihe stehen. Das sind die Aktiven im Chat. Und die sind auch da, wenn du nur 20, 30 Zuschauer hast. Mal ganz übertrieben. Und ob du jetzt 2.000 oder 4.000 hast, das sind trotzdem die lautesten. Ja. Und das macht die Interaktion im Chat aus. Wenn ich kein hauptberuflicher Streamer... Ich könnte ohne Probleme einen anderen Job ausführen. Ja, wie gesagt, also Streamen ist mittlerweile halt Hobby geworden. Ich habe ein paar andere Jobs. Natürlich habe ich diese Jobs, sind mir überhaupt ermöglicht worden, dadurch, dass ich ein höheres Kapital mir angespart habe, durch jetzt über 10 Jahre YouTube schon. Also ich kann ja sagen, was mein Traumjob ist. Mein Traumjob ist Gärtner.
mich um Pflanzen kümmern. Das ist mein Traumjob. Aber ich finde auch Schreiner richtig geil. Holzverarbeitung finde ich toll. Koch finde ich toll. Mir wäre nur eine Sache wichtig bei meinem Job, dass ich keinen Chef habe. Also ich würde jeden Job machen, wo ich mich selbstständig mache. Also wenn ich mich als Gärtner selbstständig machen würde und ich würde dann halt, sagen wir mal, bei anderen Leuten den Garten machen oder so, aber dann eben als selbstständig. Meine eigene Firma. Unge Garten Landschaftsbau. Oder Ungekocht GmbH, wo ich dann einfach irgendwo für Leute privat koche. Aber ich würde niemals als Koch für ein Restaurant mit einem Chef arbeiten. Ich würde immer mein eigener Chef sein wollen. Egal in welchem Beruf. Oder als Schreiner, eine eigene Schreinerei. Ich würde immer versuchen, mich selbstständig zu machen, weil das ist einfach nicht mein Leben. Ich kann nicht für einen Chef arbeiten. Das habe ich gemerkt, das kann ich nicht. Das ist nicht mein Leben. Ah, schwierig. Leben ist hart. Ja, die Frage ist halt, ob er geil wäre, der Job. Ja, ich könnte, aber Bock habe ich nicht drauf, ganz ehrlich. Das ist ja das Ding, und du willst es trotzdem machen, oder? Ja, das ist die Frage. Das ist das Ding. Man könnte, aber man hat keinen Bock drauf. Okay, ganz schnell einen Beruf aussuchen. Welchen würdet ihr nehmen? Ihr könnt frei wählen. Pilot. Immobilienkauffrau. War ich. Bruder, kein Plan. Ey, ich sag Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Ja, das ist schwierig zu sagen, ne? Also ja, du musst es ja, sag ich mal, weil du musst also ja nicht verdienen. Also ich wäre schon sehr klappen, gerne so Pilot. Pilot, krass, wäre gar nicht mein Ding. Oh. Aber wenn du von deinem Flug nach Hause kommst, würdest du nicht die Kiste anschmeißen und irgendwie... Zocken, klar. Ja. Habe ich davor ja auch gemacht. Deswegen genau, und dann denkst du dir doch irgendwann wieder, okay, komm, ich kann die Cam auch nebenbei anmachen. Und dann bist du wieder drin. Ja, geht also nicht, weil gesetzlich verboten. Pilot würde ich machen, aber dann noch Stream. Ja. Danny? Bei mir wird es, glaube ich, nicht fit gehen. Ich glaube, also wenn ich so an einen festen Job gebunden wäre, wäre nichts für mich. Ich weiß auch nicht, in welchem Job Danny arbeiten könnte. Also ich weiß auch nicht, in welchem Job Danny, also no front, aber Danny, ich glaube auch nicht, dass der in irgendeinem Job arbeiten könnte. Ich glaube, ich würde mental komplett kaputt gehen. Hast du es schon mal? Ich hatte nicht irgendwie in der Ausbildung, aber halt an Praktikum oder so mäßig. Da hatte ich halt auch schon ordentlich 8 Stunden so. Und dann ging es mir gar nicht gut. Ich empfinde großen Druck. Ich würde sagen, neutral. Warum neutral und warum nicht ganz klar nein? Weil ein bisschen Druck ist wichtig und gut, wenn du selbstständig bist. Ein bisschen Druck, einen neutralen Druck musst du, aber hier ist das ja empfinde großen Druck, da würde ich eher sagen, stimme weniger zu, dann würde ich mich eher hier hinstellen. Weil ein bisschen Druck muss sein, sonst hängst du durch. So, keine Ahnung, schwer zu erklären. Also ich stimme voll zu, dass ich schon sage, ich habe großen Druck, aber der ist oft nicht von außen, sondern von mir persönlich selbst, weil man sich über die Jahre irgendwas aufgebaut hat, sei es seine Streams, sei es seine Videos und denkt so, oh geil. Und dann so, ja gut, jetzt, was kommt jetzt? Und dann denkst du so, ja, nicht so langweilig, habe ich schon gemacht. Also der Druck kommt eigentlich nicht von der Community, sondern bei mir, einfach von mir selbst, weil man so einen gewissen Anspruch sich erarbeitet hat. Ja, und du willst ja auch nicht immer im Stream dasselbe machen, so. Da denkst du ja auch, dann irgendwann hast du dann diesen Druck. Wenn du immer öfters dasselbe machst, denkst du auch so, okay, du willst was Neues machen. Manchmal reicht es ja auch einfach, wenn nur du da bist, ohne dass du direkt was machen musst. Das stimmt auch wieder so. Aber ich verstehe natürlich, dass man immer was bieten möchte. Ja. Aber du reichst manchmal einfach, weißt du? Ja. Ich finde, dass durch Streaming voll viel Druck weggefallen ist, den ich so im Leben hatte hinsichtlich, was will ich später machen. Da stimme ich auch zu, ja. Und finde ich was ich nice finde. Deswegen ist mir eher Druck weggefallen. Manchmal führt halt, finde ich, auch der Druck aber dazu, dass man dann gerade noch mal was Geileres hinkriegt, wenn man sagt, okay, ich will jetzt noch mal, ich gehe noch mal rein. Der Druck ist wichtig, um geile Projekte auch umzusetzen. Brainstormen noch mal, ist auch wieder Fluch und Segen. Ne? Du hast diesen inneren Druck, um was Besseres zu machen, der dich irgendwie ein bisschen irre macht manchmal. Aber plötzlich schaffst du es dann doch wieder, um was Geiles Neues zu zaubern. Und dann denkst du, Alter, geil. Ich bin zufrieden und glücklich. Oh, habe ich eben drüber gesprochen? Ja, würde ich nach ganz... ganz rechts gehen, ja. Gesamte Lebenssituation oder gerade nur einfach Beruf in die Richtung? Wie du es interpretierst, ist dir überlassen. Oh, Danny, was ist denn los? Bruder, ich könnte so bestimmt gar nichts tun, ich könnte bestimmt voll zu. Hast du für eine Gruppe überzeugen lassen? Also ich sag so, von mir aus, eigentlich ist das Leben gut, aber ich mach's mir selber manchmal zur Hölle. Einfach wegen Gedanken, Druck oder man hinterfragt vieles selber einfach oder bringt sich selber einfach in scheiß Situationen rein. Deswegen, ja. Also eigentlich ist das Leben eigentlich an sich doch ganz cool. Bin gut glücklich eigentlich. Ich habe mich jetzt bei noch mehr als über Stimme voll zu, weil ich sage, wenn ich jetzt komplett bei 100 oder über 100% bin, dann bin ich ja schon am Ende von allem angekommen. So, was kommt dann noch? Aber irgendwie brauche ich noch dieses Müll, wo ich sage, da ist noch was irgendwie. Vielleicht
geht dann noch ein Tick mehr. Ja, aber das Ziel, ja, das Ziel, noch, ja klar. Aber immer ein kleines Ziel, ein mittleres Ziel, ein großes Ziel, aber halt auch irgendwo, und da bin ich, der Weg. Ja, der Weg, also. Der Weg ist das Ziel. Miki, wir sind ja, so. Ja. Ja, wir sind so. Ja, wir nicht. Und, ne? und einfach der Weg dahin, ja. der Tag. So, ich halte mir das jeden Tag vor Augen. Mhm. Ich spiele Videospiele, ich verdiene damit Geld. Ich kann alles bezahlen, ich kann in den Supermarkt gehen, ich muss nicht auf die Preise gucken, ich kann Miete bezahlen. Ich habe flexible Arbeitszeiten und ich bin da einfach, was das angeht, voll mit mir im Reinen und vergesse. Und dann macht es wieder auch richtig Spaß und richtig zufrieden und richtig glücklich, dann auch wieder diese Ziele zu haben und danach zu streben und das einfach voll auszuleben. Ja. Selbst wenn man noch voll viele Sachen hat, die man gerne noch machen würde im Leben, wo man sagt, da möchte ich noch hin, kann man trotzdem voll und ganz happy sein mit dem Weg, auf dem man gerade ist. Mein Bruder und ich. So. Ja, okay, komm. Ich ja, ich sehe auch genauso. Ich gehe noch ein bisschen runter. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert Dave für weitere Videos in der Art. Und schreibt einen Kommentar, wie es gefallen hat. Ja, Digga, kein Plan. Genau, das ist, was Danny sagt. Nice, auf jeden Fall eine coole Folge gewesen. Ist halt das Problem, dass es halt sehr lang wird, wenn man noch zu allem was zu erzählen hat. Deswegen, es wären auch 10 Minuten wären auch fein gewesen. Oder mehrere Teile oder so. Ich finde 17 Minuten plus noch, man erzählt ja selber noch so viel dazu, finde ich schon sehr viel. Aber ich fand es sehr gut. Sehr schönes Video.